Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, zu einem neuen Video hier auf der Great Western Route. Wir machen heute wieder, wir gehen wieder in den Fahrplanmodus und schauen mal nach. Voreinstellung, klarer Frühlingstag. Die Folge kommt raus, dann haben wir noch den. Hatten wir noch nicht den Sommeranfang, den meteorologischen, deswegen haben wir noch die. Ich glaube, drei Sachen waren es, ne? Klarer, bewölkt. Regnerisch, das war's genau. Sprich, wir gucken erstmal, welchen wir hiervon haben. Drei generieren wir mal. Wir haben den regnerischen Frühlingstag. Wir haben wieder drei Möglichkeiten, die wir hier zur Auswahl haben an Zügen. Machen wir nochmal eine Generation. Wir fangen diesmal einen Schnellzug, die Class 43GWG. Wir haben hier für diese 97 Verbindungen. Da fällt mir auf, ich hätte vielleicht nochmal. Aber das mache ich gleich. Und wir generieren dementsprechend jetzt gleich nochmal die Route. Das ist die 93. 97, 96, 95, 94, 93. Es müsste dementsprechend 1L92 Swansea London Paddington sein. Dann die hatten wir, soweit ich weiß, noch nicht. Ich guck mal einfach nochmal nebenbei nach. Wenn ich wüsste, wo ich mir das notiert habe. hier glaube ich, genau. TSW, Random Fahrplan. Und dann fahren wir mal den Hochgeschwindigkeitszug von Reading nach London Paddington, dem letzten Reiseabschnitt von Swansea aus entlang des Thames Valley. Eieiei, ja, man merkt, dass es regnet, es legt noch gerade so alles ein bisschen nach. Wir können sogar schon direkt losfahren, alles klar. Das ist ja super, dass wir hier schon fertig gehalten haben, mehr oder weniger. Gott, ich muss mir erstmal wieder hier. Scheibenwischer waren hier mit V. Scheinbar auf ein. Richtungswende. Moment, Motor ist noch aus, ne? Wir müssen noch den entriegeln und auf vorwärts. Schön, wie das wieder hier so am reinlegen ist. Wo war denn jetzt hier nochmal, dass man die. Moment, Spitzensignale müssen wir jetzt auf Nachtspitzensignale und Kennlichter stellen. Hier haben wir nichts. Wo befand sich denn jetzt hier nochmal AWS und so weiter? Ja. Da haben wir die DSD-Isolierung. Und da haben wir die andere. Dann müssen wir nochmal den Sound ein bisschen lauter machen. Und dann können wir vom Prinzip her. Oh, Zugbremse wollte ich nicht anlegen. Doch, wollte ich anlegen. Und dann können wir Schub geben. Ab nach London Paddington. 35 Meilen haben wir noch vor uns. Und wie wir sehen und es auch hieß, starten wir in Reading. Falls wir unterwegs nichts Besseres finden an Screenshot, machen wir den mal hier. Und wir sollten vielleicht ein bisschen Schub geben. Wir haben, sollen 30 Minuten dort sein. Bei London Paddington, das müsste dementsprechend ja der einzige Stop sein. Okay, halbe Stunde. Wir haben es gerade Realtime 11 nach 16 Uhr. Es könnte eng werden, zeitlich gesehen. Hier vielleicht noch einen helleren. Strahl. Ich glaube nicht. Ja, trifft sich mehr oder weniger ganz gut.
Beziehungsweise wird mehr oder weniger, wenn man es mal so betrachtet, doch schon noch ein bisschen knapp, aber. Ja, sind wir halt Viertelstunde ein bisschen später dran. Denn in einer Viertelstunde oder etwa sollte eigentlich noch eine Aufnahme sein mit Lavan, aber mal gucken. Gott, ist das dunkel, holy moly. Das war ganz schön neblig, muss man schon sagen. So, wir gucken hier, wir sind mit der maximalen Leistung. Wir können vom Prinzip her nur gerade fahren. Maximale zulassene Höchstgeschwindigkeit 125 Miles per Hour. Mit der Class können wir. Wo stand denn das nochmal gleich? Stand das nicht irgendwo hier? Useful Numbers, da haben wir das System. Ich glaube, die zugelassene Höchstgeschwindigkeit, bei dem ich recht entsinne, war auch allgemein für die Class 43 GWG 125 Miles per Hour. Ich bin mir aber da nicht. Ich will mich da nicht so festlegen. Aber wir müssen ja sowieso erstmal. Wir brauchen ja eh erstmal, bis wir auf Geschwindigkeit kommen. Wir bekommen auch relativ wenig Punkte dafür, da wir halt eigentlich nur einen Stop haben, so gesehen. Wir halten ja nur einmal. Aber gut. Den wollen wir mal. 80 Meilen haben wir mittlerweile gleich drauf. Ich muss zugeben, ich bin höchst interessiert oder ich bin sehr gespannt. Wir können dann jetzt einfach mal auf der langen Tour, die wir noch vor uns haben, wenn wir gleich ein Siebtel geschafft haben, von der wir ein Siebtel gleich geschafft haben, das wollte ich damit wollte ich sagen eigentlich, ein bisschen so über Train Sim World 2 schnacken, was ja am 6. August rauskommen soll. Ich bin gespannt, ob die Ziele, die so gesehen für die neue Unreal Engine 5 Engine gesetzt wurden vom Team, ob die umgesetzt werden können. Ist ja schon länger geplant gewesen zum Teil, von daher, ich bin gespannt, ob es dazu kommt oder nicht in Train Sim World 2, ob die Ziele erreichen können. Aber ich bin auch mal gespannt, wie das Spiel sich so verändert. Ob das jetzt grafisch ein starker Unterschied ist. Ich muss zugeben, ich habe mich zu Unreal Engine 5 Vergleiche von der Unreal Engine 5 zu Unreal Engine 4 jetzt noch nicht beschäftigt oder nicht beschäftigt gehabt. Ja. Also, dass es qualitativ besser ist, ist natürlich klar. Warum sollte man eine neue Engine rausbringen, wenn sie schlechter ist? So, ne? Irgendwas Positives muss die Engine dann ja dementsprechend noch haben. Hier steht keiner. Rauschen wir schön mit hoher Geschwindigkeit durch den Bahnhof durch. War das? Ne, slow war das nicht. Slow dürfte noch kommen. Das wollte ich eigentlich machen. Ich bin mal gespannt. Also, es wird auch zu Train Sim World 2 dann Videos geben. Und höchstwahrscheinlich auch Streams. Ich habe mir gedacht, dass man so die Mastery-Sachen vielleicht im Stream dann machen könnte. Dann würde ich beispielsweise mit Great Western Express, wo wir jetzt gerade hier sind, demnächst wahrscheinlich anfangen, dass ich dann einfach mal hier so sage, okay. Wir streamen jetzt mal so, also Tier 1 wurde mittlerweile freigeschaltet, wir streamen dann einfach mal ein, zwei Streams, gibt es dann von, oder vielleicht sogar mehr, je nachdem, dann sowohl nochmal, ich müsste nochmal die Szenarien fahren und so weiter, also das würde ich dann alles dann
im Stream machen, dann könnt ihr dabei sein, können wir quatschen und so weiter und so fort. Das wird es dann innerhalb der nächsten Tage, Wochen geben. Vielleicht sogar schon Samstag, mal gucken. So, 123 Miles per Hour. Wir haben noch 26 Meilen und sollen in 22 Minuten sollen wir da sein. Ja, könnte interessant werden. Vielleicht ja nochmal, wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich klar, jetzt nochmal Geschwindigkeitsbeschränkung geben, aber das wird ja auch nur dann der Fall sein, wenn wir halt wirklich kurz vor knapp da sind. Kann auch gut sein, dass es tatsächlich doch noch irgendwann, also ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich mich vermutlich eher in Transom World dran wagen werde. Also Transom World 2, falls dort LZB und so weiter ankommt, dass wir uns dann auch nochmal aktiver mit dem Train Simulator beschäftigen. Auch wenn das, ja, ne, ist dann zwar von der Grafik her vielleicht mehr Nostalgie als uiuiui, aber zumindest so in meinen Augen. Wobei ist auch noch die Frage, kommt es nochmal raus für die Unreal Engine 4? Wobei, dann müssten, ja, ne. Mal schauen. Aber kann gut sein, dass es auch dort immer was gibt. Schön, wie wir hier im Regen hier durchrauschen durch die Bahnhöfe. Das sind sogar schon nur noch 23 Meilen. Hier wird zurückzulegen haben. Das geht mittlerweile schon relativ flott. Fällt mir gerade auf, ich müsste mich nochmal näher mit dem amerikanischen System beschäftigen. Also mit dem amerikanischen Zugsicherheitssystem. Damit wir auch dort in hier Dingens der Bummens da zum Beispiel auch in der Northeast Corridor ein bisschen uns, ja, mit dem Northeast Corridor Deals hier ein bisschen bespaßen können. Oh, ich merke schon wieder, ich sitze wieder zu lange. Ich muss gleich definitiv, bevor ich mit Lava dann gleich ein neues Projekt beginne. Mehr dazu erfahrt ihr hoffentlich am Sonntag. Definitiv wieder mal aufstehen, vielleicht mich nochmal anders bewegen. Aber das kriegen wir noch hin. Bei solchen Routen oder Szenarien oder Fahrplänen, wo man halt wirklich fast gar nicht stoppt, muss man halt natürlich echt möglichst nah an der Höchstgeschwindigkeit, aber halt immer noch drunter fahren, damit man halt noch die Punkte mitbekommt. Denn es geht auch immer noch um die Punkte. Also wir kommen mittlerweile in Slow an. Es dürfte doch Slow sein, oder?
Da sieht das slow aus. Ein echt schöner Bahnhof, muss man schon sagen. So der Stil, der Baustil ist doch schon sehr ansprechend. Warum auch immer jetzt hier die Festplatte mal wieder voll abgeht. Muss ich echt, langsam muss ich das echt nicht verstehen, was hier immer abgeht. Irgendwas wurde da gezogen, war es liegt das wieder am Steam oder wie, aber das wäre doch eher konstanter. Und dann 16 Meilen haben wir noch. Hallo, kannst du dich mal wieder beruhigen? Meine Güte, das geht auch mehr. Ist ja wieder schlimm heute. Dann kann ich mir auf alle Fälle gleich nochmal ein bisschen was an Broten oder Toast schmieren. Kleine Stärkung zu einer doch höchstwahrscheinlich längeren Aufnahmesession. Mal schauen, wie das wird, wie das Projekt wird. Wird ein neues Ding, müssen wir selber nochmal gucken, wie wir das machen. Boah, besser gesagt, ein halbes neues Ding. Aber halt, szenarienmäßig unbegrenzt, unbeschränkt. Deswegen müssen wir da nochmal schauen. Oder es könnte natürlich auch sein, wo ich es hier gerade sehe, dass Wargaming gerade hier ein bisschen am die Festplatte belastend ist, weil es wieder einen Patch gab. Das kann natürlich auch sein. Bisschen Upload habe, bisschen Download habe ich da gerade gesehen können. Dank dem Task Manager. Aua. Sorry. Ich hoffe, ich konnte das gut rausschneiden, aber das war nah am Musikknochen dran. Holle die Waldfee. Gehen wir wieder runter. Wir haben nur noch 13 Meilen und haben noch. Und sollten 15 Minuten dort sein. Und wir werden natürlich vorher nochmal bremsen müssen. Also ich würde fast behaupten, es lag gerade an. Am Wargaming Center. Das ist hier so Probleme bereitete. Es geht leicht bergauf. Kann man das schon fast bergauf nennen? Ja, doch schon so ein bisschen. Ist halt dann die Frage, ne, ob man dann, also ich kann natürlich sein, dass man dann nur noch, wenn Trains in World 2 raus ist, dann nur noch Trains in World 2 Content bringt. Ich weiß ja jetzt, ich, ne, kann sein, vielleicht auch nochmal wieder Trains in World. Müssen wir mal schauen. Ich vermute es einfach mal, sofern, es so gesehen nicht möglich ist, dass der Fortschritt von Trains in World 2 auch von Trains in World in Trains in World 2 importiert wird, machen wir dann so gesehen, weiß ich nicht, ich lehne mich da jetzt einfach mal aus dem Fenster, höchstwahrscheinlich so eine Woche, zwei Wochen, vielleicht sogar einen Monat, jeden Tag ein Video, wo wir dann uns quasi wieder auf den aktuellen Stand fahren oder auf den Stand, den wir vorher hatten, fahren. Müssen wir mal schauen, wie gesagt,
Ist natürlich jetzt schwer zu sagen, da Trains in World 2 natürlich noch in den Startlöchern ist. Überhaupt noch am Regnen? Ja, ja, es ist. Es ist zu wenig immer wieder. So, das Problem ist, man erkennt hier natürlich bei den aktuellen Bedingungen. Können wir nicht einen hellen Strahl noch nehmen? Nachtspitzen und Dunkellichter. Man sieht halt so wenig die Beschränkungen natürlich, ne? Gut, in 2 Meilen nur noch 100 Miles per Hour. Ach, ja, 100 Miles per Hour. Wir gehen einfach mal in die Ausgangslage und bremsen mal ein bisschen. Schon mal runter. Lösen die Bremsen wieder. Ich wollte eigentlich noch auf der Ausgangslage bremsen. Viel mehr müssen wir nicht. Die Bremsen sind ja schon ziemlich gut von dem von der Class 43 GWG. Können wir sie jetzt auch wieder weiter rollen lassen. Wir haben jetzt mittlerweile die 100 Miles per Hour erreicht. Es geht dementsprechend natürlich gleich auch nochmal wahrscheinlich ein bisschen weiter runter. So, die 100 Miles per Hour, da können wir uns schon mal drauf vorbereiten. Wir sind scheinbar relativ flott unterwegs, da wir immer wieder ein gelbes Signal bekommen oder immer wieder dasselbe Signal kurz mal auf gelb springt. Scheinbar haben wir aber jetzt gerade schon so einen guten Mittelweg gefunden. Ich vermute mal, wir bekommen gleich nochmal eine Beschränkung rein. Jawohl, 50 Miles per Hour in 2,3 Meilen. Da können wir schon mal ein bisschen runtergehen. Spang ist wieder auf grün. Können wir jetzt, denke ich mal, auch uns ein bisschen weiter mit den 83 Miles per Hour rollen lassen. Und vielleicht nochmal runtergehen auf, sagen wir mal, 70 oder auf 80. Und dann wieder ungefähr. Oh, die Bremsen sind gut. Das ist halt die Frage. Kurz und nach einer Meile. So, ich würde sagen, bei 800 Yards oder bei 900 Yards können wir dann wieder runtergehen. Wieder in den Bremsvorgang. Guck mal, die Ausgangslage sind ja doch 30 Miles per Hour, die wir runtergehen. Suchen wir möglichst mit der geringstmöglichen Bremsung für die Passagiere zu tun. Meilen haben wir sogar nur noch. Wir sind ja richtig früh da. What the? Das ist ja schon. Das ist ja schon crazy. Mal kurz in die Ausgangslage. Und dann können wir bremsen. Lösen. Sind wir immer noch weit unter dem Tempolimit. Ja, das Gute ist natürlich, dass wir halt noch 9 Minuten haben, bis wir da sein sollen. Das sind nur noch 2 Meilen, also wir sind ja schon fast, wir sind ja schon lange in den Ausläufern von London. Von daher sind wir zeitlich ziemlich gut dabei. Folge hätte ja, also so das Szenario soll ja angeblich, also wir sind ja glaube ich um 5 nach gestartet. War ins Szenario besser gesagt reingeworfen worden. Und dementsprechend eine halbe Stunde ungefähr, bis man dann an Paddington ist. Dafür sind wir dann ja zeitlich doch ganz gut unterwegs gewesen. Gut.
Nicht sonderlich überraschend, wir mussten ja nur fahren. Aber. Aber ja. Rundung gehalten, 100 Meilen gefahren, 160,9 Kilometer mit dem Highspeed Train. Oh! Die 40 habe ich nicht gesehen. Geben wir die angelegte Bremse rein. Denn wir sind ja schon mittlerweile im alte Prozess. Jetzt stelle ich nur noch 0,2 mal 0,7 Meilen. War nicht meine Ausgangslage, das ist natürlich gut zu wissen. Eigentlich dachte ich, wir wären noch in Ausgangslage gewesen, aber gut. Wir haben jetzt gerade nicht allzu viele Punkte verloren. Rotes Signal, war London Paddington. War London Paddington allgemein Kopfbahnhof? Oder war es ein. Unter anderem ein Kopfbahnhof? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Teilweise hier echt nicht gleich in die Ausgangslagenbremsung zu kommen. Vor allem, wir haben so viel Zeit noch. Wir sind so früh da. Wir haben. Wir können, was weiß ich, mit einer Meile in den Bahnhof reinfahren und sind immer noch pünktlich. Da haben wir. Das Szenario war dementsprechend halt doch schon praktisch. Schön mit dem Hall. Gefällt mir. Perfekt. Sollen wir Leute wahrscheinlich noch rauslassen? Gibt's das hier irgendwo? Bestimmt, oder? Machen wir es mal einfach so. Müssen wir den auch einsteigen lassen? Okay, einsteigen lassen. Wir müssen die Türen nicht wieder schließen. Können wir mal kurz gucken, wie wir hier so gehalten haben. Ja, doch schon nicht schlecht, würde ich sagen. War eine schöne Tour, muss ich ja sagen. Schön entspannt. Macht schon Spaß, der Great Western Express Route.
Wir müssen tatsächlich auch nochmal die Türen verriegeln, das ist aber toll. Hat das wieder geleckt. Das ist aber auch eine schöne Kurve, muss ich schon sagen. Ja, okay. Ja, Zeit benötigt. 27,35 Minuten anstelle von, na gut, 30, ja gut, war in Ordnung, war super. Wir waren 5 Minuten zu früh da. London Paddington auf der Plattform 3. Hatte eine Genauigkeit von 0,262 Yards. Zurückgelegte Entfernung 36,67 Meilen. Wir haben 5350 Punkte bekommen und eine Goldmedaille. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, dass ich im nächsten Video wieder von Emperor Trains in World oder mit meiner Video auf dem Kanal. Und wie gesagt, demnächst gibt es auf jeden Fall von der Great Western Express Route auf Great Western Railway ein Stream, um den Tier 2 von der Mastery zu vollenden. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Resttag, macht es gut und bis zum nächsten Mal.